Herzlich willkommen zurück, meine lieben Drachenjäger, zu einem neuen Part von Dragon Age Origins. Wir sind hier angekommen und was? Nicht eine Geisterbe, okay. Und haben dann im letzten Part hier in dieser Nische den guten Ruck getroffen. Er war hier auf der Steinplattform, ist dann vor uns weggerannt. Und dann kamen Spinnen, haben uns angegriffen. Und dann haben wir halt mit ihm geredet und er ist halt durch die. Er ist halt verrückt geworden, weil er die Leichen der dunklen Brut gegessen hat. Und naja. Trotzdem ist er ein Händler und wir konnten bei ihm einige Sachen verkaufen. Hier unten war noch in der Ecke ein Altar gewesen. Dort haben wir die diese abgetrennten Gliedmaßen draufgetan, die wir letztens gesammelt haben in Caridins Kreuzung und im Adjukenteig. Ja, und dann kam halt ein Dämon und dann haben wir ihm gesagt, er darf gehen und er hat uns dann 25 Gold gegeben. Wir hätten auch mit ihm kämpfen können, aber da hätte ich, glaube ich, oder bestimmt nicht irgendwas bekommen. Oder wenn irgendwas mit weniger wäre. Ja, auf jeden Fall waren hier noch ein paar Golems und Geister, die wir gehauen haben. Und hier drüben, ja, sind auch noch einige. Ich schätze mal, wir gehen jetzt mal rüber und kümmern uns um die. Oder, Leute? Was sagt ihr? Machen wir dir Platz. Wasser. Na, komm her. Schädel ist besser als. In Ordnung. Wow. Okay. Ball oben. Gold hat er, ja. Ganz schön viel Blut. Der Fall steht nur. Ja. Ah, da kommen welche. Zwergis. Oh. So ein brutaler Angriffsteil, der arme Zwerg. Ich bin erfreut. Lorium stoppen. Ohr. Ja, Stiepe, eine Staubfresser. Nee. Alles ist schwer. Komm jetzt, Zwerg. Bäm. 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 Tot. Schneller als hier. In Ordnung. Und schwarz. Der nichts bringt. War hier oben nicht noch einer? Das war nur der Golem. Der da stand. Nun gut. Dann gehen wir mal in diese Höhle. Fällt uns bestimmt zu irgendeiner Königin oder so, diese scheiß Spinne. Wir lassen uns mal die beiden Kerle gut verschmiert. Böse Spinne. Verdorbene Spinne. Ja, jetzt geht die hoch, oder? Lass mich verarschen, oder was? Wo bist du, kleines Mistvieh? Ich traue dir nicht. Die nächste, die hoch geht, ist. Okay. Oh, ein großes Gebiet wohl. Jetzt müssen wir bestimmt darum. Ach komm. Tschüss. Schwere Zwergische Stiefel, ja, tschüss. Mm.
Ich speichere auch mal ab. Das sieht mir hier nach einem Bossraum aus. Verdorbene Spinne. Genocke Santa. Die müssen wir auf jeden Fall jetzt zuerst töten. Wo ist der Gesandte? Ich bin veräppelt. Alistair. Braucht ihr Hilfe? Da. Ja. Ich brauche deine Hilfe. Gleich ist er tot. Danke, okay. Wenn so viele Spinnen sind, wird bestimmt Mama Spinne auch irgendwo sein. Hallo? Ein bisschen Angst. Hallo? Oh. Weg. Weg hier, mach dich platt, hallo. Alistair, du Trottel, da. Und Ogryn? Achso, wer ist jetzt? Was? Danke, Ben. Warten wir ein bisschen, bis die beiden wieder voll sind. Aber Ben, du kannst dir auch einen Lyrium-Schrank reinpfeifen, oder? Wir haben einen schwachen, wir haben ja genug. Geht nicht, okay. Genauso wird es geschehen. Was steht da hinten? Bam. Komm, hau ich platt. Hau ich platt. In Ordnung. Das ist ein Treterhaus, Wurzelextrakt, okay. Okay. Geht's dann hier oben oder irgendwo weiter? Ich bin mal gespannt. Speichern. Für Sicherheit. Weiter geht's. Was ist das? Hä? Was denn? Aus der Erinnerung verschwunden, ja. Gut, wir müssen aber hier.
das hier? Rankas Tagebuch. Kein großes Gefühl. Die Königin. Scheiße. Jetzt ist sie weg. Fuck, 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 fuck. Wo ist die alte Dänze? Schön, Spinne, greif an. Da ist er wieder. Dieses kleine Scheißvieh. Was machen wir denn jetzt? Alter, komm her! Komm her, komm. Ich hoffe nicht viel. Wo bist du denn? Nein. Okay. Auf die Königin. Oh. Hilfe! Genauso wird es geschehen. Da ist die Mama. Da ist Mama Spinne. Ich hätte gerne eine Trophäe. Elessaro. Du hast den Kreuz an. Auf in den Kampf! Ich bin Mami. Soll jetzt auch runterkommen. Dann steht eine weitere Schlacht bevor. Ja. Wir haben sie gleich. Komm. Nein. 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 Okay. Zum Glück war es jetzt nicht irgendwie. Drei Gold. Nimm auch mit, eine besondere Axt. Okay, Handschuhe. Von Magier. Zum Glück war es nicht, ist dieses Spiel hier nicht wie Skyrim, wo man hier auf die Ego-Perspektive wechseln kann. Nee. Das wäre nichts für mich. Ein zerbrochener Stein. Zerbrochener Stein, wo bist du denn da? Den jetzt können wir lassen. Ein Buch lesen wir. Ich bin erfreut. Gleich. Moment auf. Gleich. Ja. Bevor jetzt irgendeine Quest mit dir kommt. Machen wir weiter, warte mal. Zack, Elister, da, Elister, und auch Green, und zack, ja, so, würde ich sagen, speicher mal, bevor jetzt nochmal dieser Kampf kommt, und dann schaue ich mir erstmal an, Brankas Tagebuch. In Ordnung. Das sieht aus wie ein Tagebuch. Es ist beschädigt, aber noch benutzbar. Als du die staubtrockenen Seiten des Blätters regt der Text deine Aufmerksamkeit. Wir haben heute Beweise gefunden, dass der Amboss der Lehre nicht im Ortsenteig hergestellt wurde. Wir gehen nach Süden, zu den Todesgräben. Der Amboss muss sich irgendwo jenseits davon befinden. Meine Soldaten erklärten mich verfolgt, weil die Todesgräben voller dunkler Brot sind. Und wir bestimmt sterben, bevor wir den Amboss finden. Falls wir ihn finden. Ich lasse das hier für den Fall, dass sie recht behalten. Wenn ich in den Gräben sterbe, kann dennoch jemand an meiner Leiche vorbei weiter marschieren und den Amboss zurückholen. Denn wenn er verloren bleibt, sind wir es auch. Wenn ich nicht zurück
zurückgekehrt bin und Orgren noch lebt. So sagt ihm, nein, was ich zu ihm gesagt habe, ist für seine Ohren bestimmt. Was ich ihm zu sagen habe, ist nur für seine Ohren bestimmt. Okay. Also wollte sie noch was für Orgren mitteilen, aber nur persönlich. Okay. Das ist mein Abschiedsgruß. Branka hat an mich gedacht. Ich wusste, dass ich ihr noch etwas bedeute. Sie ist einfach zu weich. Dann sind wohl die Todesgräben unser nächstes Ziel. Es heißt, ganze Herden der Dunklen Brut hätten dort ihre Nester. Aber wenn Branka dorthin gegangen ist, dann gehe auch ich dorthin. Dunkle Brut aus Nestern? Ach, ich glaube ja. Da gibt's doch irgendwie, heißt die Fische Brutmutter oder sowas. Bäh. Ich hab mal mit Dragon Age schon so ein paar Bilder gesehen im Wiki. Gegen so ein Ekelvieh müssen wir auch, glaube ich, kämpfen, ey. Da hab ich gar keine Lust drauf, ey. Da braucht man noch Stein, was ist da? Spinne? Genauso wird es geschehen. Was ist da oben denn noch? Geht's da raus? Jo, da geht's raus. So, ein Todesgräben direkt. Ja, müssen wir noch was verkaufen? Nee, ich glaube nicht. Aber, bevor wir die Todesgräben reden, machen wir das im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.